Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Invisible Hours. Ein Schlückchen. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was von ihr kommt. Ich drück mal fortsetzen und spule mal ein bisschen vor. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt gleich noch abnippelt oder nicht. Wir haben jetzt herausgefunden, sie ist entweder, ich hab's jetzt nicht ganz mit den Daten, aber entweder ist sie seine Tochter oder sie ist seine Ex-Frau. Ich könnte... Jetzt kann ich nicht mehr vorspulen. Wisst ihr, warum ich das Gefühl habe, dass sie seine Tochter ist und nicht seine Ex-Frau? Weil Madame, ja, sie müsste doch, wenn sie seine Ex-Frau wäre, ne? Die sich vielleicht versteckt hat, weil sie halt bla bla bla, ne? So. Dann müsste... ich weiß jetzt nicht, wo sie steckt. Die ist irgendwo beim Edison, ne? Ah, jetzt bin ich natürlich... Dann... Also so, wenn sie seine Ex-Frau wäre, dann müsste sie ihn ja, auch wenn sie sich verkleidet hat, um eine andere zu sein, müsste sie auf jeden Fall ja ihn erkennen, weil er hat sich ja anscheinend nicht verändert. Daher gehe ich davon aus, dass sie seine Tochter ist. Vom Alter her würde das vielleicht klar gehen. Ne? Du bist vielleicht jetzt eine eklige Nummer, aber wer weiß. Okay, wir verfolgen sie jetzt mal. Sie muss ja jetzt hier irgendwas mit dem Edison. Sie haben mir geholfen. Jetzt helfe ich Ihnen. Ich weiß, wer der Mörder ist. Als Sie mit Gustav sprachen, sah ich jemanden mit dem Jungen hinuntergehen und allein zurückkommen. Wen? Was glauben Sie? Victor Mandy. Ja. Ja, natürlich. Sie haben recht. Wir müssen ihn töten. Ganz genau, ja. Und sie ist... Wir werden nicht auf Gustavs Schutz hoffen können. Man nannte ihn den Kommissar mit doppeltem Namen und Geschick. Aber das ist vorbei. In den Zeitungen stand, in Schweden hat Gustav einen Mörder gefasst. Er hielt dem Mann die Waffe an den Kopf. Doch der überzeugte Gustav von seiner Unschuld. Und Gustav ließ ihn gehen. Der Mann tötete noch 9 Frauen, bevor er wieder gefasst wurde. Wir können also nicht auf den Detektiv zählen. Nee. Und wenn die Polizei kommt? Sagen wir, wir hätten Monsieur Mandy in Notwehr getötet. Nun dann, sind wir uns einig. Okay, wir könnten... Ich bringe ihn aufs Dach. Dann lenke ich ihn ab. Sie warten, bis wir oben sind. Sie schleichen sich von hinten an und stoßen ihn vom Dach. Und bekommen es er nicht. So machen wir es. Feigling. Vielleicht wäre es sicherer... Nein. Wir stoßen ihn nur vom Dach. Verstanden? Okay. Okay. Kann ich Ihnen trauen? Ja. Absolut. So. Hör auf. Wisst ihr, warum mich das immer noch bestätigt, dass sie die, von diesem Monday die Tochter ist und nicht die Ehefrau? Nicht nur wegen dem, sie müsste ja ihren eigenen Ex-Mann erkennen, weil er hat sich nicht verändert und so. Nein, weil auch sie auf einmal so eine Angst vor diesem Typen hat. Und gleichzeitig sie auch zu ihm gesagt hat, von wegen so, ja, meine Mutter. Ich gehe davon aus, dass dieser Monday ihre Mutter umgebracht hat und dann vielleicht auch sie töten wollte als junges Mädchen. Und es aber nicht tun konnte, weil sie weggelaufen ist und sich seitdem halt versteckt hat. Und so sind sie jetzt wieder aufeinander getroffen. So kann ich mir das nur vorstellen. Und vielleicht will er sie auch loswerden, weil er Angst hat, dass... sie irgendwas erzählt oder weil er einfach nur bescheuert im Kopf ist, weil er redet ja auch sehr eigenartig mit sich selbst. Ich meine, ich rede auch manchmal mit mir selber, aber
nicht so, ne? Schön ruhig bleiben. Das hättest du auch nehmen können, ist dasselbe. Weil sie scheint ja auch richtige Angst vor ihm zu haben. Also richtig, ne? Ah ja. Ich habe sie gesucht. So, bis dahin haben wir. Dann gucken wir mal, was der Edison in der Zeit macht. Weil er ist ja nicht hochgekommen aufs Dach, wie vereinbart. Das Haus ist groß genug, Junge. Du brauchst dich nicht so verstecken. Ich spule mal ein bisschen vor. Genau, da treffen die beiden aufeinander und jetzt müssen sie gleich da eigentlich links rauskommen. Also rechts auf der rechten Seite, aber genau. So, und was machst du jetzt die ganze Zeit? Du guckst und beobachtest immer noch. Aber er geht hin, er will hinterhergehen. Er wird aufgehalten. Jei. Wohin deswegen, Mr. Edison? Ich gehe auf mein Zimmer. Schließe mich ein und warte auf die Polizei. Und erst wenn Sie Mandy abgeführt haben, komme ich wieder raus. Ich dachte, Sie wollten etwas Zeit im Keller verbringen, um Teslas Genialität aufzusaugen. Ich hatte eine Eingebung, was diese zwei Wörter angeht. Weiteren Tod. Ich denke, das war keine Nachricht aus dem Grab und auch keine Anweisung für den Mörder. Aber das wissen Sie ja. Nicht wahr, Mr. Edison? Ich weiß, Sie sind betrogen und greifen nach jedem Strohhalm. Sie haben das Dokument verbrannt, oder? Und dank Victor Mundy weiß ich, was es war. Um Himmels Willen, gehen Sie schlafen. Wer ohne Testament stirbt, dessen gesamter Besitz wird versteigert. Das heißt, Teslas Erfindungen, alle seine Patente, sein gesamtes Werk, alles würde versteigert werden. Oh. Damit ein Dieb wie Sie all dem seinen eigenen Namen aufdrücken kann. Aber was, wenn Ihnen jemand auf die Schliche käme und gegen Sie bieten würde? Bei der Auktion? Sie sind reich. Aber nicht so reich wie die Vanderburgs. Deshalb haben Sie ihn getötet. Und ich bin sicher, Sie haben jede Menge Beweise für Ihre Theorie. Nicht wahr, Detective? Zeit, Mr. Edison. Zeit ist der Schlüssel zur Lösung. Bei unserem ersten Gespräch fragte ich Sie nach Teslas Todeszeitpunkt und Ihre Uhr zeigte 6 Uhr. Mhm. Genau in diesem Moment schlug die Standuhr 6. Also war sowohl Ihre Uhr als auch die Standuhr auf Ortszeit eingestellt. Vollkommen synchron. Aber als ich Sie später im Keller nach Vanderburgs Todeszeitpunkt fragte, da sagten Sie allerdings 11:45. Na und? Nun, als ich einige Minuten später nach oben ging, hörte ich die Standuhr 7 schlagen. Das heißt, dass Ihre Taschenuhr nicht mehr die Ortszeit anzeigte. Ja. Wissen Sie wo auf der Welt es 11:45 Uhr war, als ich Sie fragte? Wo? In Manchester, England. Der Heimatstadt von Mr. Vanderburg. Der Staat, deren Zeit seine Uhr anzeigte. Was für ein Unsinn! Er hat recht. Richtig. Er hat recht, du hast seine Uhr.
Leeren Sie Ihre Taschen, Mr. Addison. Und auch wenn ich ihn getötet habe, weshalb sollte ich seine Uhr stehlen? Wenn man einem Wolf ein Steak vor die Schnauze legt, frisst er es eben. Zufrieden? Die andere Tasche. Ja, damit. Bemerkenswert. Addison. Nein! Oh, weh. Das ist ja alles passiert, ey. Alte Scheiße. Oh je. Mal auf Addison! Der schießt ihn. Warum schießt er nicht einfach? Ich sehe, ist dem Addison eigentlich klar, dass er auf einer Insel ist? Das geht tief. Halt. Werden Sie mich jetzt etwa erschießen wollen? Wie wollen Sie das der Polizei erklären? Oh, ich verstehe. Sie haben sie nie gerufen. Weil ich weiß, wie leicht man die Polizei täuschen kann. Wir alle wollen hier unsere Fehler ungeschehen machen. Ich kann das nicht. Aber ich werde ihn sicher kein zweites Mal machen. Und nachdem Sie mich erschießen, werden Sie versuchen, sich zu rechtfertigen, indem Sie dem Gesetz den einzigen Beweis vorlegen, der Ihre Geschichte bestätigt. Und dann werden Sie ihnen glauben müssen. Er wirft die jetzt nicht mehr. Nein! Und jetzt schießt er. Oder? Macht nichts. Ich habe das Amulett noch. Wozu brauchten Sie ein Duplikat? Was wollten Sie damit? Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Sie sollten die Waffe auf sich selbst richten. Sie sind nur ein Säufer. Ein Detective, der zwei Morde geschehen lässt. Und ich bin der Vater des modernen Zeitalters. Sie haben den Jungen getötet. Und auch Mr. Tesla! Denken Sie das wirklich? Ich weiß es! Eieiei. Männer wie Sie entkommen dem Galgen. Aber mir entkommen Sie nicht! Gott, das muss ich zurückspulen. Oh mein Gott, der hat den. Der hat ja wieder. Warum? Warum? Alles in Ordnung? Sie sollten besser reinkommen. Warum? Warum? Ich versteh's nicht. Warum? So. Haben wir. Gut, du bist tot. Dich müssen wir noch. Dich kann man hier noch bis hierhin machen, genau.
Ja, dann haben wir sie auch gleich ein Stück. Wir sind seit einer Viertelstunde hier. Durchsuchen wir das Haus. Wir haben was übersehen. Sie sollten nichts mehr trinken. Was wollten Sie im Keller? Sie sagten, ich solle mich umsehen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn gefunden. Daraus könnte man schlussfolgern, dass Sie der Täter sind. Ach, wirklich? Was ist Ihr Alibi? Als wir ankamen, hatte ich keine Zeit, Teslas Leiche zu durchsuchen. Ich war abgelenkt. Als ich es später nachholte, fand ich das hier. Es ist ihres. Wozu sollte ich ein Duplikat meines Amuletts brauchen? Jemand will mich anschwärzen, ganz eindeutig. Geben Sie mir Teslas Pistole. Sie können mir vertrauen, das haben Sie selbst gesagt. Geben Sie mir die Pistole! Ich habe sie nicht. Ich wollte sie nicht herumtragen, also habe ich sie versteckt. Holen Sie sie, jetzt. Und machen Sie schnell. So. Spul ich mal jetzt hier vor, er sitzt da ja immer noch eigentlich. Und geht sie jetzt wahrscheinlich suchen. Das ist abgeschlossen. Huchala! Ich, Victor Mundy, verfüge, dass mein gesamtes Vermögen nach meinem Tod zur Zahlung der Nachlasssteuer sowie aller weiteren Todessteuern... Weiteren Tod. Dieser Mistkerl. Wo geht's jetzt hin? Okay, er geht hier lang. Da ist sie. Er ist hier. Jetzt geht er wieder zurück. Jetzt geht er da hinten lang. Er ist auch nicht. Dann geht er wieder zurück. Mein Gott, was ist denn los hier? Jetzt geht er die Treppen hoch wahrscheinlich, ne? Rosenwasser, hat er noch gesagt. Der Schatten. Genau so. Bis dahin habe ich auch. Jetzt haben wir nur noch den Butler und sie. Ich würde jetzt gerne erst den Butler machen. Ich weiß ja nicht, was er da die ganze Zeit getan hat. Deswegen, so. Gucken wir uns jetzt den Butler an. So, er schließt hier ab. Und ruft wahrscheinlich jetzt die Bullen. Ja, er ruft die Bullen, sag ich doch. Hallo, mein Name ist Oliver Swan. Ich bin auf Heston Island und es gab noch einen Mob. Hören Sie mich, bitte, verbinden Sie mich mit der Festlandpolizei. Ja, ja, Polizei. Die Festlandpolizei. Ich bin auf Teslas Anwesen, auf Heston Island. Es gab noch einen Mord. Ja, ja,
Jemand hatte angerufen und einen Mordfall gemeldet. Und jetzt gab es noch einen. Oh mein Gott. Er ist es. Ja? Er hat nicht angerufen, weil er sie getötet hat. Er hat den Jungen getötet. Er hat den Jungen getötet. Oh mein Gott, nein! Du denkst ehrlich, er hat den Jungen getötet, weil er nicht angerufen hat? Sie müssen sofort herkommen. Hier läuft ein Mörder rum. Ernsthaft? Das denkt ihr jetzt? Oh Gott, dabei war der Edison der Mörder von dem Jungen. Vor allem, er tut so, wie heißt das, liberal oder so? Oder so, als wenn er keine Fliege was zu leide tun könnte. Dabei hat er Tesla getötet. Na, die Mörder halten halt zusammen, wa? Okay, er geht hier runter. Was will er denn hier unten? Halt! Ich brauche die Pistole. Ich weiß, wer der Mörder ist. Ich sagte, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich will nur in diesen Raum. Ich auch gleich. Zwei Menschen sind tot. Ein unschuldiger Junge ist tot. Wie sein Vater sich fühlen muss. Sein Vater? Er wird sich wohl selbst die Schuld dafür geben. Man muss beschützen, wen man liebt. Sonst ist man verdammt, sie zu rächen. Guter Spruch. Viel Glück, Mr. Swan. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Mögen Sie den Ihren da finden. So wiedersehen? Kommt die nicht mehr wieder? Die macht zu? Wo geht die denn hin? Okay, so, jetzt rennt er jetzt hier wieder rauf. Tür auf. Die Tür geht nicht auf, wie lustig. Jetzt muss er wieder andersrum gehen. Ist ja egal. Na gut, da muss er Zeit schinden, ne? Also es ist wirklich gut gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Art und Weise gefällt mir richtig gut. Hier, wie das alles so zusammen... kommt. Warum schleicht er denn so? Er hat da noch irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut, er weiß ja nicht, wo die anderen beiden sind gerade, ne? Aber das Spiel an sich ist mega geil gemacht, ehrlich. Das ist echt gut. Jetzt geh doch nicht wieder in die Küche, ey. Da war doch gerade keiner. Hat
denn hier? Ah, da sieht er die gerade raus. Er sieht sie gerade rausrennen. Nee, doch nicht. Er hat's nicht gesehen. Na, sagt er da noch was? Tut mir leid. Gott. Wie heftig das ist, ja. Ach, der kommt doch einfach nicht drauf, dass die da... Mein Gott, jetzt sieht er das bestimmt aus dem Fenster. Ja. Sag ich doch, er sieht das aus dem Fenster. Jetzt gib Gas, Junge. Gib Gas. Guck mal, er richtig der Sprinter hier. Das hörst du nicht. Ja klar, und er dachte natürlich, jetzt will er auch noch den Edison töten. Hm. Okay, er steht hier mit der Pistole. Meine Güte, nee, was ist los hier, ne? So. Jetzt haben wir noch sie. So, wir gehen wahrscheinlich in die Überlänge, aber ist nicht schlimm. Aber das Spiel ist wahrscheinlich jetzt gleich vorbei. So, sie ist... Achso, sie ist abgehauen, genau. Sie geht schon von Anfang an darunter. Macht wahrscheinlich nichts anderes. Die Knarre aufheben. Aber dann macht sie die Tür auf. Okay, dann springen wir mal ein bisschen vor, bis sie versucht, die Tür richtig aufzumachen. Jetzt kommt er, genau, halt, ich brauche die Pistole, bla bla bla, Reuemütigkeit hier. Weinen, Tränen. Und jetzt geht sie hier rein und sagt Tschüss, auf Wiedersehen. So, wir folgen ihr jetzt. So, wo bist du denn, Mädchen? Jetzt sind wir ganz alleine. Nur wir zwei. Oh. Brief von Tesla an Elon Musk. Mein lieber Mr. Musk, Sie kennen mich nicht. Aber ich habe ein Geschenk für Sie. Kommen Sie an die französisch-schweizerische Grenze nach Genf. Breitengrad 46.234035 Nord. Längengrad 6.05245 Ost. Und beginnen Sie zu graben. Die moderne Welt dürstet nach Energie. Ich habe mehr als ein Menschenleben damit verbracht, eine Möglichkeit zu finden, diesen Hunger zu stillen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich bitte Sie dringend, den Schalter umzulegen. Namaste, Elon. Nikola Tesla. Los, Mädchen. Warte. In der Zukunft bin ich ein alter Mann. In dieser Zukunft wuchert der Krebs in mir. Und dieser alte Mann sagt, er sei nun bereit zu sterben. Deshalb machte er mir dieses Angebot. Wir werden die Plätze tauschen. Ich, der Jüngere von uns beiden, werde den Älteren ersetzen. Ich werde sein Leben führen und er das meine. Er kommt hierher, um zu sterben. Und ich reise in das Jahr 1942. In eine Zukunft, in der die Technik endlich meinen Träumen gerecht wird. So verschaffe ich mir mehr Zeit.
Heute Nacht breche ich auf. Dies ist mein letzter Eintrag. Okay. Ich wusste es! Ich wusste es! Es ist schlimm, was einer dieser Menschen Nicola angetan hat. Aber sonst... Oh, Richard, wären wir nie so weit gekommen. Was will sie denn tun? Das ist, warte mal, ist das eine, das ist doch keine Zeit, Mann. Das ist eine Zeitmaschine? Mädchen, jemand muss für dich da, den Hebel umlegen. Keine Angst. Die Lügner. Guck mal, hier ist ein Kabel raus. Ich kann den Hebel nicht umlegen. Warte mal, das soll eine Zeitmaschine darstellen, oder? Ja. Ja. Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das? Oh. Hebelbrot gegangen. Ey, ich würde das Ding nicht mitnehmen. Der Zeitreisende. Oh. Nee. Jetzt sind wir hier? Kotz dich aus, Mädchen. Warte mal, das Ding, ne? Sieht aus wie das mit dem... Okay. Sie hat so ein Teil in der Hand, das sieht aus, wie mit dem Tesla auf den Kopf gehauen wurde. Jetzt kommt sie hier hin. Und hier sieht sie sich. Sie betreten dieses Haus nur über meine Leiche. Gehen Sie. Jetzt. Warum helfen Sie mir nicht? Ich helfe Ihnen doch. Warum?
Warum diese Leute? Warum dürfen diese Fremden ihre Fehler ungeschehen machen? Ich flehe sie an, Nikolas. Wenn man ihre Fehler ungeschehen macht, leidet niemand. Aber ich leide. Seien Sie ein guter Mensch, verdammt! Ein guter Mensch! Ich gehe. Möge Gott Sie verdammen! Kommt er rein hier? Bla, genau. Hallo, Flora. Schön, Sie wiederzusehen. Oh, er weiß, dass... Sie sollten gehen. Die Pistole ist nicht geladen. Warum hat der Raum mich nicht an mein Ziel gebracht? Weil Sie nicht wissen, wie man ihn nutzt. Dann zeigen Sie es mir. Meine Antwort an Sie wird dieselbe bleiben. Ihr Ehemann ließ sein Leben, um 10 andere zu retten. Wenn Sie zurückreisen und ihn davon abhalten, sterben 10 Männer. Und 10 andere Ehefrauen werden an Ihrer Stelle leiden. Also nein. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie mein Raum funktioniert. In dieses Haus kommen Sie nur über meine Leiche. Also töten Sie mich. Ich glaube, das habe ich schon. Das Medaillon. Deswegen, oh mein Gott, das ist eine Zeitschleife hier. Oder? Ich bin verwirrt. Ende von Kapitel 0. Okay. Kapitel 0. Heißt das jetzt, ich kann jetzt Kapitel 0? Nochmal spielen? Oder, also nee, Kapitel 0 gab's ja nicht. Warte mal, ich versuch's mal eben. Tatsache. Okay, meine Lieben. Dann mache ich jetzt definitiv Schluss und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.